Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu White Knight. In der letzten Folge habe ich euch hier in diesem Raum verlassen, wo ich gespeichert habe. Diese Regale waren wie ein Tribut für Philosophen und Wissenschaftler. Und ja, hier sind wir wieder. Ich habe den Raum noch nicht gründlich untersucht, das weiß ich. Das ist jetzt meine Absicht in der aktuellen Folge. Zuerst einmal gibt es hier neue Streichhölzer. Sehr schön. Und hier sind noch ein paar in Reserve. Das ist perfekt. So, bei mir ist es Sonntagabend. Da aber die Uni nächste Woche wieder losgeht, muss ich ein bisschen was machen. Da ist eine Tür. Durch die gehen wir noch nicht. Wir schauen erstmal, was es hier im Raum alles gibt. Da wir hier noch nicht gründlich durchgelaufen sind, soweit ich weiß. Diese afrikanische Skulptur erinnert mich an einen Gott des Krieges. Okay. Stapel von Büchern über das Komponieren von Klaviermusik. Würde auf jeden Fall passen. Feuer konnte ein Verbündeter sein, aber ich brauchte Holz. Das heißt, wir wissen schon mal, dass hier Holz sein wird. Das ist schon mal schön. Also eine afrikanische Maske. Anscheinend war jemand von den Vespas weit gereist. Wir kamen durch diese Tür hier durch. Viele dieser Bücher hatten alte und komplizierte Namen. Ein gebildeter Mensch wohnte hier anscheinend. So, wir kamen durch diese Tür, glaube ich. Der Schalter ließ sich nicht benutzen. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, um irgendwie wahr zu sein. Wir haben gesehen, dass Selena Centric hier über den Balkon runtergesprungen ist. Aber zuerst einmal gucken wir, was in William Vespers Tagebuch stand. Und zwar Auszug 22 von 17. September 1923. Ich habe ein paar seltene Aufnahmen von Jelly Roll Morton, der Original Dixieland Jazzband, Louis Armstrong und seinen Hot Five, Bessie Smith, Fats Waller, dem Fletcher Henderson Orchestra und Duke Ellington bestellt. Namen, die in meinem Kopf herumschwirren, seit ich diese Jazzplatten mit meinem Vater gehört habe, als ich noch bei ihm auf dem Schoß saß. Ich würde ihm so gerne sagen, was er für einen großen Einfluss auf mein Leben hatte. Nicht nur, weil mich diese Musik menschlicher gemacht hat, sondern auch, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, sie zu spielen. Ich habe mein Verlangen erfüllt, von Musik umgeben zu sein. Meine Kapelle widme ich dem Jazz, dem Licht. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die im Jahr 1923 hier schon das mit Doppel-S geschrieben haben. Das heißt, sie waren unserer aktuellen Rechtschreibung sehr weit voraus. Ich würde sagen, wir gehen auf den Balkon zum Schluss. Wir gehen erstmal schauen, was es hier Schönes gibt. Ein Poster von Selenas Show in Los Angeles von vor 3 Jahren. So. Wie immer gehe ich zuerst am Rand entlang, bevor ich in die Mitte gehe. Hier war ich schon, das weiß ich noch. Das heißt, hier sind wir entlang gegangen, jetzt können wir hier Richtung Mitte gehen. Vielleicht finden wir hier am Tisch was. Da ist zumindest eine Uhr oder sowas drauf. Selenas Tagebuch. Nein, ein Brief. Selena an William, Auszug 6. Zwischen Januar und September 1936 nehme ich ein paar Platten auf. Morning Shadows und Snowborn, die ich dir geschenkt habe. Und Harlem Moon live im Cotton Club. Die Presse ist begeistert. Das Komponieren fällt mir leicht. Ich treffe viele Leute, Reporter, Prominente. Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Aber Jims Label ist immer noch schwach. Die Konkurrenz ist groß und die Gangster hassen ihn, weil er sich nicht beugen will. Besonders Melanie St. Clair, genannt Lade, die den Bezirk in der Hand hat. Jim hat als Kind unter einem gewalttätigen Vater gelitten. Das sieht man in den Narben auf seinem Rücken und den Armen. Er hasst es, wenn Macht mit Gewalt durchgesetzt wird. Das macht ihn so wütend, dass er vergisst, wen er vor sich hat. In solchen Fällen sieht er nur noch seinen Vater, der ihm in seinen Träumen immer wieder gegenübersteht. Aber das ist kein Traum, und er kämpft nicht gegen einen einzelnen Mann. Und das sage ich ihm etwa, und dann sage ich ihm etwas, das alles verändern wird. Ich bin schwanger. Selena ist schwanger. Okay, hier haben wir gespielt. Können wir nochmal spielen? Geht das? Als ich spielte, vibrierte die Luft um mich herum. Kommt da was? Nein, kommt nichts mehr, weil das haben wir schon gesehen. Wir haben wieder mal kein Licht, aber hier ist was von William. Der erste Brief von William an Selena. Hatten wir den schon? Ja, den hatten wir schon. Es gab die Spieldose. In Ordnung. Dann können wir jetzt hier weiter Richtung Mitte gehen. Hier können wir noch mal ein paar von den Streichhölzern mitnehmen, dass wir immer schön bei der Sache sind. Das dürfte es soweit gewesen sein. Wir haben da hinten eine Tür. Die möchte ich jedoch aktuell noch nicht betreten. Ich möchte erst hier alles gesehen haben. Ich würde eigentlich gerne oben das Sonnensystem mal anschauen.
Hier auf dem Boden scheint es sonst auch nichts zu gehen. Aha, da ist was. Komm, ich habe dich gesehen. Da. Opfernotiz 4. Miss Adams. Das haben wir schon gesehen. Das war mit der Prostituierten. Wo sie sich schön machen sollte für ihn. Jetzt gehen wir mal hier raus auf den Balkon. Mal schauen, was wir da Schönes finden. Ich denke mal, dass uns Selena was hinterlassen haben wird. Zumindest würde es zum bisherigen Verlauf passen. So, wir gehen wie immer. Hallo, Selena. Nein, spring nicht. Zum Glück waren noch ein paar Scheite übrig. Also Holz haben wir gefunden. Die nackte Venus saß unter den Sternen als ein Symbol der Weiblichkeit. Selena suchte nach Frieden. Ich musste ihr helfen und ihre Qualen beenden. Wieso springst du immer wieder? Der Sound dazu ist auch gut. Selena, Norwegen von Selena Sendvik. Still. Der Morgen meines 16. Jahres bringt den Schnee. Ich sitze zitternd im Garten und der Schnee fällt auf dein goldenes Haar, das ich mir bürsten will. Pa sitzt am Klavier. Er nennt mich Kalypso, wie die Blume in den Fjorden. Er sagt, sing ein Lied, das den Frühling sieht, sing für den Trieb, der im Wind sich wieht. Sing. Still. Und im Garten fällt Schnee. Flocken aus meinen Flüstern landen auf den alten Fingern, die zur Musik auf Tasten tanzen, ich seh. Auf Vaters Wange ein Kuss und voller Glück ich in den Wald rennen muss. Sing. Still. Meine Schritte ein Flüstern lassen flüchtige Noten zurück in der Watte am Boden. In Norwegen schneit es. Der Morgen meines 16. Jahres bringt den Schnee. Still. Das Gefühl noch zu stark für das Lied, das ich mag. Die Musik der Natur meinen Körper durchdringt, will zu den Klängen mich wiegen, will riskieren, will fliegen und ich sing, sing, sing. Und auch selbst geschrieben. Ist das nochmal das gleiche? Ja, das ist nochmal das gleiche. So, da haben wir anscheinend noch ein Holz. Dieses Holz würde mir Licht und Wärme spenden, sobald ich die Feuerstelle gefunden hatte. Wieso springt sie immer wieder? Wieso springst du immer wieder, Selena? Ich versuche dir zu helfen. Ich denke mal, dass es nachher noch irgendwann wichtig wird. Wir brauchen wieder Licht. Wir gehen jetzt rein und werden zunächst einmal den Kamin zum Brennen bringen. Der war hier an der Seite. Den Zettel haben wir gesehen. So, Kamin. Dann tun wir da einmal Holz rein. Ich brauchte mehr Holz, damit das Feuer richtig loderte. Ich habe ja noch eins. Keine Sorge. Fast geschafft. Fehlte nur noch ein Streichholz. Ja, jetzt habe ich Glück, dass ich gerade eins in der Hand habe. Das sollte reichen. Aber für wie lange? Oh, schön. Ah, hier sehen wir eine Büchse. Wie heißt es gleich? Steckdosenbüchse. Oben ein Schwein, also hat noch jemand gejagt anscheinend. So, wir nehmen diese beiden hier mit und gehen dann durch die Tür, die da vorne ist. Das müsste normalerweise die Tür sein, die wieder auf den Flur zugeht, oder? Also müsste die hier auch verschlossen sein. Nein, sie geht auf. Hallo? Hallo? Das ist die Tür. Wie geahnt. Alles klar. Dann ist hier neben die. Oh, da kann man noch was gucken. Es war also die Erde. Seltsamerweise mitten im Zentrum des Sonnensystems. Oh. Cool. Da hat sich was geöffnet. Ich weiß nur nicht genau, an welcher Wand das war. Müsste hier drüben gewesen sein, oder? Da ist die verbarrikadierte Tür, die Richtung Treppengang quasi führt. Ich gucke mal, was das hier ist. Oder? Bist du nicht hier gewesen? Nein, hier warst du nicht.
Das William. Das haben wir auf jeden Fall gelesen. Das sind die Bücher mit den alten und komplizierten Namen. Hier ist es. Oh, zwei Schalter. So, wir fangen wie immer ganz oben an. Dieses Bild sah für mich aus wie ein esoterisches Symbol des Saturn. Wie ein Gedankenblitz in meinem Kopf überkam mich die Maya-Vision der Erde. Noch eine Vision, ein weiteres Symbol der Maya, dieses Mal für den Mond. Was haben wir hier? Ich hatte eine Vision. Ich sehe das Symbol der Maya für die Sonne. War das vorher auch schon da? Wenn ja, dann habe ich ja hier im Prinzip einen Fehler gemacht. Wir drücken mal Knöpfchen. Oha. Ist ja alles richtig mechanisch veranstaltet. Wahrscheinlich ist es hier jetzt diese Geschichte, dass alles in einer Linie ist. Okay. Also das eine ist der innere Ring, das andere ist der äußere Ring. Wir haben hier gehabt den Mond, den Saturn. Das ist die Erde, genau. Also wir brauchen Saturn, Erde, Mond, Sonne. Denke ich mal. Mal ganz kurz nochmal das genau hier anschauen, wie es gerade steht. So, wir haben den Saturn da hinten. Die Erde war das Zentrum. Ich würde das aber ganz primitiv hier so übernehmen. Also wir fangen an mit Saturn, dann kommt die Erde, dann der Mond und dann die Sonne. So, dann drehen wir doch erstmal. Ne, der Saturn stand schon richtig. So. Frage ist, was davon ist die Sonne? Es könnte natürlich sein, dass das Feuer die Sonne darstellen soll. Allerdings weiß ich nicht, was den Mond von den ganzen Planeten hier darstellen soll. Wenn wir davon ausgehen, dass das Feuer die Sonne ist, müsste der Saturn ganz nach hinten gedreht werden. Weil wir haben Saturn, Erde, Mond, Sonne. Komm, noch einmal weiter. Danke. Jetzt müssten wir den Mond nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. Das war es anscheinend nicht. Das war es auch nicht. Bist du der Mond gewesen? Oder nicht? Bewegen, Leertaste zum Aktivieren. Oh, Information. Erstmal Informationen lesen. Der Globus konnte anscheinend durch eine Art Mechanismus geöffnet werden. Wenn jemand wollte, dass der Inhalt verborgen blieb, war er vermutlich interessant. Ich fand die Zeichnung, das haben wir schon. Ein Kleid am Rande der Leere. Selene hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Das habe ich schon gelesen. Dann würde ich sagen, wir aktivieren doch mal, oder? Oh, der Mond öffnete sich. Ich brannte darauf zu sehen, was sich im Inneren befand. Selene an William. Letzter Brief. Etwas Kleines fiel mit einem metallischen Flüstern aus den Seiten. Mein lieber William, schon als ich ein kleines Mädchen war, hat Musik in meinem Kopf gelebt. Ich sang für meinen Vater und meine Mutter, für Freunde im Orchester. Ein Publikum, das immer mehr hören wollte, und es war meine Art, ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Doch dann nahm mir das Leben alles, und meine Stimme wurde ein bloßes Werkzeug, damit ich im hinterwäldlerischen Black Lake überleben würde, genug verdienen, um mir etwas zu trinken zu kaufen und all das hier vergessen zu können. Die Spieluhr, die ich dir gab, ist eine Stimme, gefangen in einem Käfig. Es ist meine Stimme, und sie gehört jetzt dir. Ich will, dass du dich daran erinnerst, wie du mir meine innere Stimme zurückgegeben hast. Du hast sie mit der Musik befreit, die du für mich komponiert hast. Die Serenade für ein Mondmädchen ist die schönste Liebeserklärung, die mir jemals gemacht wurde. Ich werde für dich singen, auf dass du den Schatten dieses bösen Hauses entkommen mögest, in dem du lebst. Ich will, dass diese Welt dich kennenlernt. Ich küsse dich leidenschaftlich. Ein Schlüssel. Den nehmen wir mit.
Der Schlüssel war zu klein, um eine Tür zu öffnen. Eine Kiste vielleicht. Das ist die Kiste von unten, die wir unten schon mal gesehen haben, wo ich noch meinte, wann kommt denn da was? Selene hatte William eine Spieluhr geschenkt. Es gab keinen Zweifel. Sie hatte ihn geliebt. Es war die Art von Liebe, die ein Tier für jemanden empfinden kann, der es aufnimmt. William hat mit ihr hatte ihr mit seiner Musik das Leben gerettet. Das stimmte wohl. Doch ich traute ihm nicht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal speichern gehen, denn ich vermute mal, ich muss jetzt nach unten gehen, dieses Kästchen aufmachen, die Spieluhr holen und dann wieder hier hoch zum Geist von Selena, um ihr nämlich diese Spieluhr zu geben. Ich freute mich darauf, meine Beine und meine Gedanken in diesem Sessel ruhen zu lassen. Das kannst du jetzt auch. Tut mir leid, dass die Folge dann doch etwas kürzer ist als normal, aber ich denke, das ist ein passender Punkt, hier gerade mal zu pausieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch am Freitag wieder dabei, wenn es weitergeht mit White Knight. Bis dahin, schönen Abend und ciao.